Christian Dolleschall, es war ein tolles Spiel, ein unglaublicher Fight deiner Jungs und am Ende steht es 3-2 gegen Cismerdia. Lass uns einmal über das Spiel sprechen. Wie schon gesagt, toller Fight. Wie würdest du das Spiel Revue passieren lassen? Ja, wir haben vor dem Spiel gar nicht mehr so viel geredet. Wir haben mehr in den letzten paar Trainings darüber schon geredet, wie wir spielen müssen. Und ich habe ihnen offen und ehrlich meine Meinung gesagt, auch zu unserem letzten Trip in Rumänien und was mal alles sehr viel nicht gepasst hat, vor allem von der Einstellung her. Und auch nach dem ersten Drittel, muss ich sagen, war ich nicht so happy und das haben sie auch zu hören bekommen. Und danach, muss ich sagen, war ein richtig guter Fight gegen eine super Mannschaft, gegen die wir uns auch immer wirklich schwer tun, weil sie spielerisch richtig, richtig gut sind, muss ich sagen. Aber der Fight ist voll angenommen worden und es war ein super Kampf bis zum Schluss. Ja. Du würdest sagen, dass im ersten Drittel dein Weckruf am Ende zum Sieg geführt hat oder was waren aus deiner Sicht die weiteren Faktoren? Ja, ich glaube, sie haben das dann selber auch in der Kabine, sie haben selber gewusst, dass es nicht gut genug war im ersten Drittel und sie haben es auch selber gewusst. Ich habe es nur noch bestätigt, sagen wir so, und sie haben aber auch gewusst, okay, wir sind voll in der Partie drinnen und haben dann gut gekämpft am Schluss und denke ich heute voll verdient gewonnen und ich bin so happy für die Jungs, es ist ein richtig gutes Gefühl heute. Lass uns über die Silver Capitals 2 sprechen. Es ist das erste Jahr in der MOL-Liga. Wie würdest du jetzt einmal sein erstes Zwischenfazit ziehen? Erste Liga heißt jetzt. Ja, wir haben nicht gewusst, wo wir wirklich hinkommen, wo wir wirklich sein werden. Es ist eine super Erfahrung für die Jungs, muss ich schon sagen. Aber wir haben auch gemerkt, okay, wo es bei uns an gewissen Sachen, auch Positionen hapert und es macht trotzdem wirklich viel Spaß, in der Liga zu sein. Es ist ein super Niveau, in coolen Stadion auch vor Leuten zum Spielen. Das ist toll für die Burschen. Aber wir haben richtig gute Erfahrungswerte und jetzt konzentrieren wir uns noch mehr drauf, auf Mittwoch schon wieder aufs Spiel, bevor wir über nächstes Jahr überhaupt nachdenken. Aber es ist eine super Liga, Profiliga, tolle Mannschaften, super Mannschaften, coole Stadien auch und wir haben richtig gute Erfahrungswerte dadurch bekommen fürs Jahr 1 und jetzt schauen wir mal, was Mittwoch rauskommt. Ja. Du hast es vor dem Saisonstart angesprochen, es geht um Erfahrungen, es geht um Entwicklung. Wenn man sich deine Spieler ansieht vom Saisonstart bis zum Jetzt, sieht man schon eine bestimmte Entwicklung, auch in der Entscheidungsfindung und in der Schnelligkeit der Entscheidungstreffung. Würdest du sagen, dass diese Entwicklungsschritte, dass man für die ganz einfach Geduld braucht und siehst du das genauso, dass sich deine Spieler auf diesem Niveau entwickeln? Viele denke ich schon, aber wir eben durch diese Erfahrungswerte, die wir heuer gesammelt haben, weiß ich auch, was es benötigt für nächstes Jahr. Über die Details möchte ich jetzt nicht so genau reden, aber für viele war es sehr gut, sie lernen gegen Erwachsene zu spielen, sie spüren den Körper von Erwachsenen, Spiel ein, Spiel aus und das ist gut und sie lernen auf Erwachsenen-Hockey einfach Entscheidungen zu treffen, wo es noch schneller geht als U20 und das sind wichtige Werte, aber wir haben auch Details rausgefunden, wo wir sagen, da wollen wir nächstes Jahr wirklich den Hebel ansetzen. Ja. Sind diese Schritte, die man macht, ganz einfach um diesen kontinuierlichen Step von runter rauf zu machen, braucht man da ganz einfach die Zeit, darf man sich da auch als Öffentlichkeit nicht zu viel erwarten? Die Öffentlichkeit natürlich, es gibt viele, die mich gefragt haben und gesagt haben, das bringt doch nichts, ihr gewinnt 3 Spiele im ganzen Jahr, aber letztes Jahr haben wir nur 3-mal verloren und da habe ich auch niemanden jammern gehört, also die Jammerei, unser Verein, wir interessieren uns nicht für die Außenwelt, für uns ist wichtig, dass wir wissen, wo wir hinwollen, das ganze Management plus die Coaches und das ist wichtig für uns. Und das, was die Außen sagen, interessiert mich relativ wenig. Aber natürlich braucht man Zeit, um Burschen zu entwickeln, vor allem wenn sie dann auf Erwachsenenniveau kommen. Natürlich ist leichter, wenn ein junger Spieler raufkommt und er spielt mit einem Holzapfel und mit einem Polastrone, ist leichter zum Spielen, als er spielt mit 2 Gleichaltrigen gegen Erwachsene. Das ist einfach ein riesengroßer Unterschied. Und für das haben die Burschen wirklich gute Schritte vorwärts gemacht. Und wir schauen jetzt, dass wir wieder bis Mittwoch nochmal ein paar Schritte nach vorne machen. Populäre Frage sind von einer Prozentskala von 0 bis 100. Wie zufrieden bist du? Jetzt generell mit dem Projekt Erste Liga, mit dem Projekt Silver Capitals 2? Zu 100% zufrieden. Es sind super Sachen, es sind wirklich gute Sachen und richtig gute Erfahrungswerte. Aber wir sind generell ein Verein und ein ganzes Management rundherum, die nie zufrieden sind mit irgendwas. Es geht für uns jetzt nicht um goldene Medaillen zum Holen und Pokale, sondern es geht um stetige Weiterentwicklung von den ganzen Menschen, von den Spielern, von den Coaches, von dem Management. Und wir geben uns da nie zufrieden und wir wollen immer besser werden, Tag ein, Tag aus. Und ich glaube, deswegen wissen wir auch ganz genau, auch, wo wir hinwollen, auch nächstes Jahr dann wieder.